Oh, Alter, dann rutscht aber auch. Alter, das ist nicht so schön, das war das Ding. Einfach dann alles immer rutscht. Ist nicht so schön. Gibt deutlich schönere Sachen zu fahren. Ja, fick dich doch. Ach, komm, hau doch ab, Alte. Nerv. Du nervst. Ach, komm. Ihr nervt alle. Ach, da vorne schon die Polizei, danke. Hallo. Oh, gestohlenes Platin wieder beschafft. Bang, ich hab's drauf, würde ich sagen. Aber so was von. Moin. Sonderlieferung. Eine Karre voll Platin, ein sehr verwirrter Fahrer und noch einer von Jerichos Plänen auf Eis. Das ist doch gut. Platin ist ein schöner Fang. Aber wenn es Jericho war, ist das nur ein Teil des Puzzles. Könnte sein, dass er was viel Größeres vorhat. Oh ja. Oh ja, das wird noch spannend zu sehen, was der Jericho denn alles vorhat. Oh, jetzt gibt es wieder so eine schöne Zwischensequenz, wo ich mal nicht ganz verstehe, was jetzt eigentlich genau ist. Aktuell ein 20 Millionen Dollar Platinraub. Die Diebe konnten der Bay Area Police bei dem riskanten Raub am helllichten Tag entkommen. Kapitel 3. Detektivarbeit. Okay, Zwischensequenz anscheinend. Achso, er fragt, ob irgendwer den kennt. Ich dachte schon. Aber ich darf jetzt gar nicht mehr, ne? Darf ich jetzt ja gar nicht mehr so sagen, sondern. Ja, sieht dann nuttig aus. Ja, die fragen jetzt hier wohl alle mal ein bisschen nach, ob man die so kennt oder so, aber scheinen wohl noch wirklich so keine Informationen bekommen zu haben. Ratlosigkeit bei den meinen Ermittlern. Anscheinend. Mal gucken, was wir jetzt hier für Quests wieder haben. Ah, Shift-Ebene 3. Rauszoomen, reinzoomen. Also das habe ich jetzt geschnallt. Dann bringe ich das Spiel mal wortwörtlich auf die nächste Ebene. Oh Mann, das ist ein Kick. Gut gemacht, Alter. Ja, ich konnte einfach mal so bei der ganzen Stadt. Das ist natürlich so viel, viel einfacher. So brauche ich nämlich nicht mehr immer minutenlang irgendwo hinfahren, sondern... Das bedeutet sicher nichts, Donnerwetter. Bering den Gefängnistransporter zum Polizeilabor. Mit der Kiste kommen wir doch nie bis ins Labor. Müssen wir aber. Wichtige Beweise für die Spurensicherung. Das bedeutet sicher nichts, Don, aber ich glaube, wir haben die Eskorte verloren. Okay. Okay, bringen wir das Wrack ins Labor. Hinter dem nächsten Block wartet ein Abschleppwagen auf uns. Ja, ich kann noch keinen Spitz... Oh, das Auto steuert aber auch schön nach rechts, also... Da ist der Abschleppwagen. Da vorne an der Ecke. Sehr geil so, ne? Okay, kein Ärger. Noch nicht. Ah, jetzt dürfen wir das Ding zum Polizeilabor fahren. Gut, sie sind angehängt. Dann geht's los. Mann, die arbeiten schnell. Diese Forensiker machen nicht lange rum. Hey, schleppen wir gerade Jerichos Fluchtfahrzeug ab? Yep, und Jerichos Leute sind sicher hinter uns her. Wir haben keine Eskorte mehr. Du machst Witze, nicht? Nein. Leider nein, muss ich sagen. Nein. Oh, schau hin, perfektes Timing. Da sind die bösen Jungs. Oh Mann, ja, und sehr geil. Sind eine dicke, fette, träge Ente. Ja, das würde ich auch sagen. Alter, fickt. Ich komm hier nicht weg, dann kann ich's auch genießen. Fickt euch doch in den Popo. Lieber draufhauen als rumnörgeln, was? Nein, och, nö. Hallo, hallo. Ist nicht so lustig. Ja, wir haben's auch gleich geschafft. Verpiss dich doch. Zum Glück ist das nicht unsere. Am Polizeilabor halten. Bang, geschafft, würde ich sagen. Das ist noch nicht vorbei. Wenn Jericho den Truck will, wird er noch mehr Leute schicken. Mit Shift Angreifer lokalisieren, Gegner mit Shift erledigen, beschütze, bis die Zeit abläuft. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen, ein Auge auf die Stadt werfen und sie aufhalten, bis Verstärkung kommt. Dann brauche ich Gegenverkehr, Junge. Okay.
Und boom. Tschüss, würde ich sagen. Mehr von denen. Wo ist denn hier der nächste? Da hinten ist der irgendwo. Ganz weit dann. Ich wusste echt nicht, dass es in San Fran so viele Gangster gibt. Dann gehen wir erstmal. Kann ich irgendwie rauszoomen? Hallo? Wo verdammt kommen die Typen denn alle her? Also hier ist, glaube ich, das, was wir beschützen müssen, ne? Ja, dann würde ich sagen, ist der. Wer ist denn jetzt hier am nächsten? Der eine ist da. Der eine ist da, dann gehen wir mal hier irgendwie rein. Wo ist denn jetzt genau? Ach, da unten, dann nehmen wir uns mal fast den hier und ich sage tschüss zu dem nächsten. So, dann müssen wir da noch einen erledigen. Das wird, denke ich, auch nicht das Schwierigste. Lasse mehr von denen. Wir brauchen Verstärkung und zwar schnell. Wo fährt der lang und wie fährt er da? Das heißt, wir nehmen uns den da. Und schönes Auto und tschüss. Das war es auch für den. Und dann haben wir, Alter, wie viele sind denn da noch? Da vorne noch ein. Da ist er. Dann holen wir natürlich auch. Ach, fuck. Fail. Wir sollten uns den da eher nehmen. Und ich würde ihm. Nein! Nicht frontal erwischt, das ist nicht gut. Jetzt aber hat sich's für ihn ausgelebt und ist vorbei. So, dann zoomen wir wieder raus. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, da kommt nämlich schon einer. Den sollten wir auf jeden Fall mal irgendwie da rauskicken. Ich werde mal eine neue Strecke haben. Nein. Wir haben einen Zeitplan einzuhalten. Ja, okay, einer hat ihn jetzt schon gerammt. Das ist nicht gut. So, wer ist jetzt am nächsten dran? Ich würde fast sagen, der da. Und dann nehmen wir das da. Und rammen den voll frontal gleich mal. Und tschüss, würde ich sagen. Oh, eiskalt. Klassisches Tenner-Manöver. Ja, klar. Hallo. Zoom noch mal raus hier, du. Da sind zwei. Da sind auch zwei. Wir brauchen aber Gegenverkehr. Und dann hauen wir dem noch einmal eine Frontal rein und erledigen den. Zwei auf einen Streich, okay. So, dann müssen wir da. Oh! Nein! Fuck. Den wollten die wohl nicht durchgehen lassen. Och nö. Weiter, kein Bock nochmal den Auftrag zu machen, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wie groß ist die Bombe? Wir müssen noch. Wie groß ist die Bombe? Die Polizei ist gerade zur Bombe folgen. Wohl modifizierte Bergbausprengsätze. Wie lange haben wir noch? Wir müssen uns beeilen. Okay, das sollte, denke ich, kein Problem sein. Wir schaffen das schon, wir sind ja gut im Fahren. Am schnellsten Weg zum Einsatz. Folgt einfach der Eskorte rein. Müssen wir das denn? Ja, das müssen wir. Oh, das war nicht gut. Dafür ist keine Zeit. Jaha. Olle Tippe. Versuch keinen umzubringen, bevor wir dort sind. Okay, wenn wir dort sind, darf ich? Gut. Das Auto lässt sich scheiße steuern. Und die Eskorte fährt doch relativ schnell. Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Das Auto ist so scheiße in den Kurven zu fahren, ohne Witz. Nein, die Eskorte hängen wir ja ganz gut dran. Wenn wir nicht in einer Minute vor Ort sind. Todesfälle und jede Menge. Alles klar. In einer Minute ist ja gar kein Problem. Okay, 20 Meter. Na, hier kommt der Polizeieskorte eher näher.
Ja, mach doch mal schneller. Oh, wollen wir hier rechts lang? Ach ja, genau. Und meine eigene Polizei rammt mich auch noch. Ja, wollen wir jetzt hier lang oder Stratos? Na, wieder hinterher. Oh, jetzt holen wir uns wieder. Aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen ja hier nicht gegen die gewinnen. Oh. Hör zu, es gibt keinen Fehlerspielraum. Konzentration. Ja, ha. Hä? Hey? Ich dachte, hä? Achso. Haben wir es geschafft, ja? Gut. Wir haben Sichtkontakt zur Zielperson. Ja, die Sache hat sich ja interessant entwickelt. Wir haben den Verdächtigen gesehen und nehmen an der Verfolgung teil. Yeah! Heute entkommt ihr nicht! Auch jetzt dürfen wir nur noch Verfolgung fahren. Wohl hauptsächlich tot und Terror. Welcher Idiot legt eine Bombe und guckt. Jetzt drehen wir auf. Ja, richtig. Und wir versuchen es einfach mal eiskalt. Haben wir nicht geschafft. Okay, dann nehmen wir uns hier ein anderes Auto aus dem Gegenverkehr. Nein, das ist nicht Gegenverkehr. Das ist Gegenverkehr. Und kriegen schon wieder nicht hin. Wir sind so schlecht. Gut, dann nehmen wir uns halt den. Nee. Machen wir ja B kurz. Machen wir die Lage zu checken. Okay, den. Oh, ach fuck, das wollte ich doch gar nicht. Ja, haben wir nicht. Schade. Volle Zippe. Ehrlich, Junge. Du gehst mir langsam echt auf den Wecker. Ja, allerdings. Und deswegen. Boom! Einmal frontal Rinder. Oh geil. Oh geil. Oh wie geil! Korrekt. Erste Tage sind immer hart. Was schreibe ich ins Fahrtenbuch? Okay, RB. Okay. Ramme den Gegner, um ihn zu erledigen. Ich würde sagen, das ist gar kein Problem mehr, da er eh schon so gut wie tot ist eigentlich. Alter, warum gibt er jetzt auf einmal so Gas? Dieser Typ geht mir wirklich auf die Eier. Allerdings, so deswegen kriegt er jetzt so eine reingerückt von dem Ding hier. Und tschüss. Dang. Arschloch. Diese Stadt terrorisieren. Kapiert? Ja, das sollte er jetzt kapiert haben. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal hier kurz eine Aufnahmepause. Hab jetzt 3 Folgen aufgenommen. Das sollte erstmal reichen. Und ja, ich habe gerade nicht mehr so Lust, deswegen. Aber ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.